Hallo und herzlich willkommen hier bei unserem Workshop Mentolino Media zum Thema Was ist Self-Publishing? Ich bin die liebe Laura und das ist die liebe Martina. Herzlich willkommen. Wir sind angestellt, wir arbeiten bei Tolino Media. Tolino Media ist ein Self-Publishing-Anbieter der Tolino Allianz. Aber ich möchte noch gar nicht vorgreifen, denn solche Dinge werden wir später noch im Genauen erklären. Was machen wir heute alle zusammen Schönes? Ihr habt euch angemeldet, eben um mehr über das Self-Publishing zu erfahren. Genau dafür sind wir heute da. Wir haben eine Präsentation für euch vorbereitet, die uns durch die Basics des Self-Publishing führt. Ihr könnt immer während der ganzen Zeit Fragen stellen. Wir sind hier gut ausgestattet und sollten alles im Blick haben. Genau. Und wie gesagt, wenn ihr alle bereit seid und wir startklar sind. Wir sind auch bereit. Können wir loslegen. Aber da fällt mir ein, wir haben uns in unserer Session vorher gerade noch so, die Julia hat uns so schön vorgestellt, wir sollten uns das nochmal vorstellen und sagen, was wir bei Tolino Media machen. Also wir sind bei Tolino Media ein kleines, feines Team, wirklich nur ein paar Leute. Davon sitzt jetzt schon ein großer Teil hier, nämlich ich und die Martina. Die Martina, wenn ich sie vorstellen darf, ist unsere Senior Marketing Managerin. Das heißt, wenn es um Marketingfragen geht, um Sichtbarkeit im Buchhandel für Self-Publisher, dann ist sie genau die richtige Ansprechperson. Kann euch da kompetent weiterhelfen und tut es auch sehr gerne. Genau, die Laura, die ist bei uns eigentlich für alles zuständig, was die Außenwirkung ist. Das heißt, wenn immer ihr einen Blogpost seht, einen Social Media Post, wenn ihr einen Newsletter bekommt, dann steckt Laura dahinter. Die versorgt euch nämlich den ganzen Tag mit unterhaltsamem und informativem Content auf all unseren Kanälen. So ist es. So, jetzt wisst ihr, wen ihr vor euch habt. Und dann würde ich sagen, wir starten unsere Präsentation. Und wir müssen lauter sprechen noch ein bisschen lauter. Wir müssen uns erst gewöhnen. Wenn wir zu weiß sind, irgendwas nicht passt, dann sagt im Chat Bescheid. Dann haben wir das alles im Blick. Aber dann würde ich sagen, wir starten jetzt gleich mit unserer Präsentation. Wie gesagt, stellt einfach Fragen und wir versuchen, wenn wir sie alle sehen, wir bemühen uns, darauf zu antworten. Genau. Gut. Dann startet unsere liebe Kollegin Annika im Hintergrund die Präsentation. Genau. Wie immer haben wir etwas vorbereitet. Genau. Wenn auch immer wieder mal Dinge sagen wie nächste Folie bitte. So auch. Quasi jetzt, wir haben sie bald hier. Da ist sie, genau. Wunderbar. Dann beginne ich gleich mal. Ich habe euch eine kleine Gliederung dieses Workshops hier auf der Folie vorbereitet. Das heißt, wir starten mit der generellen Frage, was ist Self-Publishing? Also wirklich, wir fangen von vorne an. Für alle, die jetzt dabei sind, die schon ein bisschen Profis sind, da müsst ihr durch. Aber wer weiß, vielleicht ist ja der ein oder andere Tipp für euch dabei, der euch helfen kann, der hilfreich sein kann. Dann kommen wir zur zweiten Frage, zum zweiten Punkt. Was brauche ich zur Veröffentlichung? Wiederum die Basics. Nämlich Manuskript, Buchsatz, Cover und Buchdaten. Das besprechen wir im nächsten Punkt. Dann geht es weiter mit der großen Frage Vertrieb und Marketing. Und dann schließen wir noch ab mit der Frage, warum eigentlich Tolino Media? Denn wie gesagt, ein bisschen Eigenwerbung muss erlaubt sein. Ja, komm, also jetzt so ganz uneigennützig sind wir nicht. Genau. Also wir stellen euch dann quasi noch vor, welche unsere Services sind. Wir haben da ganz neue, sehr frische Services, über die ihr uns auch Fragen stellen könnt. Wie gesagt, das kommt dann ganz zum Schluss. Dann starten wir mal mit der großen ersten Frage. Was ist Self-Publishing? Kommen wir auf der nächsten. Perfekt, dann übernehme ich mal. Self-Publishing steckt im Namen, das ist Selbstveröffentlichen und zwar ohne Verlag. Das heißt, ein Self-Publisherin hat keinen Verlag, sondern muss nicht nur das Schreiben selbst machen, was ja jede Autorin selbst machen muss, sondern auch Lektorat, Korrektorat, Coverdesign, Buchsatz, Vertrieb, you name it. Alles, was man machen muss, damit ein Buch optimal aufbereitet wird und auf den Markt zu den LeserInnen kommt. Genau, was dazu gehört, habe ich auch gesagt. Wir haben gerade in unserem Panel ja schon mal so ein bisschen angedeutet, nur weil man als Self-Publisher eben alles selbst machen kann, muss man nicht alles selbst machen. Wir haben ja auch schon gesagt, so ein paar Dinge soll man gar nicht selbst machen, zum Beispiel Lektorat und Korrektorat, aber auch Coverdesign.
Warum soll man Korrektorat und Lektorat nicht selbst machen? Mhm. Also jeder, der schon mal einen längeren Text geschrieben hat, klassisch eine Klassenarbeit, eine Abschlussarbeit, kennt das. So nach dem 5., 6. Mal Korrekturlesen ist man einfach betriebsblind. Man weiß ja, was man geschrieben hat und man weiß ja eigentlich auch, was man sagen will. Das heißt, Fehler sieht man schon mal gar nicht mehr. Und selbst beim Plot ist es ganz oft so, man weiß ja, wo man hin will und man hat sich ja was dabei gedacht, aber ob die LeserInnen auch wissen, was man gedacht hat, das ist so eine andere Sache. Deswegen empfehlen wir auf jeden Fall, Korrektorat, Lektorat und Testlesen von externen machen zu lassen. Und am Schluss kommen natürlich Distributoren ins Spiel, denn das Buch will ja auch in den Handel gelangen. Und einer von diesen Distributoren sind zum Beispiel wir von Kino Media. Gerne die nächste Folie. Genau, und ihr fragt euch sicher, ihr habt jetzt einen Überblick darüber, was ist Self-Publishing, was brauche ich überhaupt, wenn ich mein Manuskript in der Schublade habe, womit fange ich überhaupt an? Ne? Es klingt einfach, ihr braucht ein Manuskript, ihr solltet irgendwas geschrieben haben. Das ist hier fast schon das Einfachste. Dann braucht ihr ein Cover, ihr braucht Buchdaten, man denkt jetzt Buchdaten, was für Buchdaten denn? Ihr müsst euch, die einfachen Dinge sind, na einfach ist es auch nicht, euch einen Titel zu überlegen, euren Preis zu überlegen, ganz schlimm ist, ihr müsst einen Klappentext schreiben. Es tut mir sehr leid, Klappentext schreiben ist so. Ist nicht so einfach. So der Entweder. Klappentexte sind schwierig. Und natürlich müsst ihr auch überlegen, welchen Distributor wollt ihr wählen, welchen Vertriebsweg wollt ihr wählen. Und auf diese Dinge gehen wir jetzt ein. Oh, das müsst ihr wichtig, habe ich natürlich vergessen, das kostenlose Benutzerkonto bei Tokyo Media. Das braucht ihr auch. Genau. Ich wollte noch sagen, weil die Frage im Chat kam, die Folien können wir euch auf jeden Fall zur Verfügung stellen. Es muss aber noch abklären mit den Story Days, wo das bei denen funktioniert. Ansonsten können wir es auf jeden Fall bei uns irgendwo hochladen, auf Website oder Blog. Also da finden sich Möglichkeiten und wir sagen euch auf jeden Fall Bescheid. Gut, dann starten wir mit unserem ersten großen Punkt, dem Manuskript. Wir hatten es ja vorhin, ich weiß nicht, wie viele von euch jetzt schon im Panel dabei waren, wir haben ein bisschen drüber gesprochen, das Manuskript. Also wir haben jetzt angefangen mit dem Buch schreiben. Wir können euch jetzt natürlich nicht erzählen, wie man ein Buch schreibt. Aber es gibt andere Menschen, die es können. Zum Beispiel an dieser Stelle gleich vorweg. Martina hat es ja vorher schon gesagt, ich bin Social Media und Community Managerin, deswegen werde ich das öfter einstreuen. Es gibt im Self-Publishing eine große Community auf diversen Social Media Plattformen. Zum Beispiel, wenn hier auf der Folie steht, man soll die Community nutzen, um sich Tipps und Fragen um sich Tipps zu holen, dann meine ich damit, dass man in Foren gehen soll. Es gibt viele Foren zu Self-Publishing, es gibt aber auch kleinere Gruppen, die ihr konsultieren könnt. Dann gibt es auch Dienstleister zum Beispiel oder Coaches oder Anbieter, bei denen man zum Beispiel Glocken lernen kann. Mhm. Also vielleicht braucht ihr aber auch diese Dinge gar nicht. Ihr habt die große Idee im Kopf, ihr wisst, wie ihr sie zu Papier bringen möchtet, aber euch fehlt zum Beispiel die Motivation oder ihr könnt einfach nichts zu Papier bringen. Es ist kein guter Tag, ihr kommt nicht weiter. Was hilft da zum Beispiel? Holt euch einen Schreibbuddy. Das heißt, es gibt, wie gesagt, in den Foren kann man sich auch kurz schließen. Trotz Corona kann man immer noch gemeinsam schreiben, nämlich live. Das tun auch viele online, auf Twitch und so weiter ist das doch, oder? Ja, genau, auf Twitch. Das heißt, solche Dinge gibt es alles in der Self-Publishing Community. Was man dafür tun muss, man muss einfach dann das suchen. Man muss sich einfach umhören, man muss ein bisschen recherchieren und dann findet man vieles Hilfreiches. Genau. Das heißt, wir möchten jetzt gar nicht großartig auf das Schreiben selbst weiter eingehen. Wir hatten ja vorher den Workshop mit der Annabelle, da ging es ja um das Schreiben auch, sondern wir gehen jetzt gleich weiter und wir sagen, das Manuskript ist fertig. Dann hatten wir es ja schon erwähnt, Martina, was du sagen oder? Genau. Das Lektorat und Korrektorat, das sind Dinge, die wir wirklich also auch den Self-Publishern ans Herz legen. Vielleicht fangen wir mit den Basics an, wo ist der Unterschied? Das Korrektorat, da steht der Name drin, soll den Text wirklich korrigieren. Da geht es um Rechtschreibfehler, da geht es um Grammatik, da geht es um Kommasetzung. Das Lektorat geht darüber hinaus. Das Lektorat kann das Korrektorat umfassen, muss es aber nicht. Beim Lektorat geht es wirklich darum, ist der Plot schlüssig? Gibt es keine Anschlussfehler? Hat das Buch Längen oder müssen vielleicht andersrum Dinge noch mehr erklärt werden? Das heißt, das Lektorat ist wirklich Textarbeit. Das heißt, die Lektorin liest euer Buch
und sagt euch nicht nur, dass der Charakter in Kapitel 1 blaue Augen hat, in Kapitel 3 braune, sondern weist auch auf, euch auch darauf hin, dass der Mensch, der in Kapitel 7 gestorben ist, in Kapitel 12 wieder lebt. Oder dass ihr vielleicht die Kapitel 9 und 10 streichen sollt, weil darin einfach nichts passiert, außer dass Landschaftsbeschreibungen gemacht werden, die zur Handlung nichts beitragen. Das heißt, es ist enge Textarbeit und er fordert tatsächlich auch, ich sag mal, eine Person, der man vertrauen kann. Das heißt, ihr solltet auch, wenn ihr euch eine Lektorin sucht, wirklich Zeit investieren. Denn diese Person muss zum Genre passen, nicht jede Lektorin macht alles. Und die muss zu euch selbst als Person passen. Denn wenn man nicht die gleichen Vorstellungen hat oder sich einfach die Chemie nicht stimmt, ist es schwierig. Weil es ist so ein Lektorat, es sind mehrere Durchgänge, man kriegt Kommentare, man arbeitet die ein, man argumentiert auch viel. Wenn die Lektorin zum Beispiel sagt, hier, dieser Charakter, der muss ausgearbeitet werden oder anders, weil man selbst denkt sich, nein, das möchte ich nicht, dann wird da viel diskutiert. Und in die Suche nach einem guten Lektorat sollte man wirklich ein bisschen Zeit investieren, um da jemanden zu finden, mit dem man vielleicht auch langfristig zusammenarbeiten kann. Denn ein Lektor, eine Lektorin ist tatsächlich oft auch durchaus prägend für den Stil eines Autors, einer Autorin und für den Stil eines Buches. Und das will man ja beibehalten. Sehr gut. Ich habe mich jetzt gerade ein bisschen verloren, weil wir im Chat. Das ist kein Problem, gibt es schon Fragen? Laura. Es gibt schon viele Fragen. Her mit euren Fragen. Laura, liest vorher, ich beantworte. Moment, wir müssen jetzt nur hier schauen, dass wir. Gut. Also gut, eben in unserem Dienstplan. Wir fahren kommen ein bisschen durcheinander, wenn wir mal schauen. So, ist es okay, es ist später am Nachmittag. Die Fragen können durcheinander kommen. Genau. Hier zum Beispiel die Frage, brauchen auch Kurzgeschichtenbände ein Lektorat? Das kommt darauf an. Das werdet ihr öfter hören. Es kommt darauf an, werdet ihr öfter hören in diesem Workshop. Also tatsächlich würde ich empfehlen, also wenn wir hier von einer Zwei-Seiten-Kurzgeschichte reden, dann ist ja meistens nicht so viel Handlung und Plot drin, dass man sagen muss, okay, da muss noch mal jemand drüber lesen. Aber grundsätzlich finde ich, wenn man gerade damit anfängt, ist gar nicht schlecht, wenn man einfach mal es eine Lektorin gibt oder vielleicht auch einfach dann mit Kurzgeschichten TestleserInnen, die wirklich unvoreingenommen sind. Verwandte sind, da muss man ganz schlecht für geeignet, weil die meisten einen nicht so richtig enttäuschen wollen und es meistens etwas schön reden. Das heißt, sucht euch dann externe Personen, vielleicht auch anonyme Testleser, gibt es Foren für, wo man sich Testleser suchen kann, die euch dann die ungeschönte Wahrheit, um es so knallhart zu sagen, vermitteln. Genau, wir haben jetzt hier noch viele Fragen. Ich versuche das alles dann zur richtigen Zeit loszuwerden. Also dann haben wir mal dann auch die Frage, kann man Korrektorat und Lektorat kombinieren? Ja, kann man. Also viele bieten beides an, wobei eher ein Lektor das Korrektorat anbietet als andersrum. Das sind einfach zwei verschiedene Ausrichtungen. Es ist aber tatsächlich empfehlenswert, nach dem finalen Lektorat nochmal ein Korrektorat drüber laufen zu lassen und wirklich so die letzten Fehlerchen ausmerzen zu lassen. Sehr gut. Dann gehen wir vom, oder hier noch eine sehr gute Frage, wo finde ich Lektoren und Korrektoren? Dafür gibt es auch schöne Seiten, zum Beispiel generell immer ein guter Tipp ist der Self-Publisher, Self-Publishing, ich habe es auf einer späteren Folie, Self-Publishing-Markt.de. Dort findet ihr eigentlich alles. Dort findet ihr Lektorat, dort findet ihr Korrektorat, dort findet ihr aber auch Cover-Design, zum Beispiel auch Formatierung, eine Frage, die gekommen ist, auf die wir kurz eingehen können. Dort findet ihr jeglichen Dienstleister zum Thema Buch und Self-Publishing. Also dort zum Beispiel nachschauen. Dann gibt es ja... Es gibt den Verband Freier Lektorinnen. Genau. Das ist ein eigener Zusammenschluss von Lektorinnen. Die haben eine Homepage, kann man einfach googeln, Verband Freier Lektorinnen, wo zahlreiche Lektorinnen einfach, wie gesagt, ihr Portfolio, ihre Ausrichtung aufgeschrieben haben. Und dort kann man die dann einfach kontaktieren und sich quasi auch nach Genre sortieren und dann schreibe Fantasy, ich suche eine Lektorin für Fantasy, dort heraussuchen. Genau. Jetzt schaue ich gerade noch, ich glaube, wir haben jetzt das Thema abgehakt. Eine Frage ist noch, ob es eine Seite für Österreich gibt. Ich weiß jetzt nicht, was genau gemeint ist, ob es eine eigene Website gibt, die jetzt speziell für österreichische Dienstleister gilt. Da bin ich jetzt nicht so gut
informiert, beziehungsweise weiß ich jetzt nicht, kann sein, dass es sowas gibt, aber im Grunde genommen ist es ja eigentlich egal, wo die Person sitzt, die dein Lektorat macht. Du kannst es ja per E-Mail zusenden und sie sendet es dir per E-Mail zurück. Das heißt, es braucht jetzt vielleicht keine spezifisch österreichische Seite dafür. Es sei denn, die Frage ist gar nicht so ohne. Es sei denn natürlich, man hat zum Beispiel ein Manuskript in Mundart geschrieben, wenn man eigene Dialekt- oder Redewendungen einbringt, dann ist es natürlich durchaus sinnvoll, sich einen Lektor, eine Lektorin aus der eigenen Region zu suchen. Mein bestes Beispiel, um mal wieder ein kleines Anekdötchen einzustreuen. Wir hatten bei unserem Schreibwettbewerb ein Buch, ich weiß gar nicht mehr, welches es war, und das Jurymitglied, das das Buch lesen sollte, hat dann angemerkt, ganz viele Rechtschreibfehler sind da drin. Ich dachte, das kann doch gar nicht sein. Hintergrund, dieser Mensch war Schweizer und schrieb natürlich SS statt Doppel-S. Und da ist es natürlich durchaus sinnvoll, sich eine Lektorin, einen Korrektor zu suchen, die aus dem gleichen Sprachraum kommt, damit da keine Missverständnisse entstehen oder damit der Lektor auch wirklich versteht, was man im schönsten Österreichisch erfährt. Ja. Will man sich auch ausdrücken im schönen Österreichisch. Auf jeden Fall. Die Frage kam nochmal, Self-Publishing-Markt heißt die Seite. Dort findet ihr alle Dienstleister. Gut, wir haben noch eine Frage, zum Beispiel, wie findet man Testleser? Dafür gibt es auch, also viele Autorinnen haben ja dann schon ein eigenes Netzwerk aufgebaut. Dieses Netzwerk aus TestleserInnen kann man sich selbst zusammensuchen. Wie gesagt, es ist eine gute Mischung aus Bekannten oder Leuten, denen du dein Manuskript zutraust, oder aber zum Beispiel, viele arbeiten da schon mit BloggerInnen gemeinsam, oder Leute, die, wo sie wissen, zum Beispiel, sagen wir mal, du schreibst ein Buch mit einer queeren Liebesgeschichte, da komme ich dann später nochmal genauer hinzu, aber sagen wir mal, dann suchst du dir einen Testleser, Testleserin, die gern solche Bücher liest und sich auch auskennt mit dem Genre. Oder du schreibst ein Science-Fiction-Buch, dann solltest du dir keine TestleserInnen suchen, die nur Romans lesen. Also hier kann man wirklich schon, man kann BloggerInnen anfragen, sie nicht überrollen mit den Fragen und sofort was zuschicken, ungefragt, sondern immer schön anfragen und aus dem Bekanntenkreis. Und ich glaube, es dürfte wahrscheinlich auch ein Forum geben für TestleserInnen. Ja, auf jeden Fall. Wie gesagt, da kann man in einer Facebook-Community oder Gruppe fragen, wo es um Self-Publishing geht. Wenn diese Frage dort gestellt wird, dann gibt es dort sicher Hilfe zu dem Thema. Gut, haben wir das auch abgehakt. Dann habe ich hier noch auf der Folie stehen den Punkt Sensitivity Reading. Ich habe vorher schon angesprochen, wenn ich einen queeren Liebesroman schreibe und selbst vielleicht nicht queer bin, ist kein Problem. Allerdings sollte man sich, egal welche Gruppe man beschreibt oder die in einem Buch vorkommt, es muss nicht queer sein, es kann alles sein. Man sollte sich beim Sensitivity Reading geht es darum, dass die Texte auf diese Gruppe, die man beschreibt, es kann auch um Behinderung zum Beispiel gehen, es kann auch um andere Hautfarben gehen, you name it, alles geht. Man sollte sich dann einen Sensitivity Reader suchen, der sich mit dieser Gruppe identifiziert oder sich damit auskennt, um dieses Manuskript zu prüfen. Prüfung, also das auch eben, ob das authentisch dargestellt ist, ob die Darstellungsweise korrekt ist und dass man damit nicht verletzt, anstatt was man wahrscheinlich eigentlich will, darzustellen oder zu repräsentieren. Das ist Sensitivity. Genau, das ist zum Beispiel, finde ich, gerade für Kinderbücher und für Jugendbücher empfehlenswert, selbst wenn man kein Thema behandelt, was, wo man als Autor, als Autorin denkt, okay, das brauche ich jetzt. Aber man ist ja so geprägt von seinem Alltag, von seinem persönlichen Umfeld, dass man manchmal ganz unbewusst so Nativismen einbaut, sei es jetzt Rassismus, sei es jetzt Ableismus oder ähnliches, dass man vielleicht selbst gar nicht merkt, vielleicht auch selbst gar nicht so meint. Und da können Sensitivity Reader einfach einen darauf hinweisen und sagen, du hast hier etwas geschrieben, das eigentlich rassistisch ist, auch wenn du es nicht so meinst, liest das nochmal durch. Also vielleicht ein best gutes Beispiel ist ja von Zipperlin, die hat ein Kinderbuch geschrieben, wo man denkt, für ein Kinderbuch, da ging es um Hasen. Und auch sie hat ein Sensitivity Reading machen lassen und die Protagonistin dieses Buches, ein wundervolles Weihnachtsbuch, ist ein kleines Häschen, das eigentlich ein Weihnachtswichtel sein will. Und weil dieses Häschen nicht gerne seine osterlichen Verpflichtungen nachkommt, wird es von den anderen Hasen so ein bisschen gemobbt.
Und am Anfang hatte Jasmin ganz unbewusst, ne, ihr wisst ja, wie Kaninchen normalerweise aussehen, die meisten Hasen sind braun. Und das kleine Kaninchen, das Protagonist war, ich weiß gar nicht, wie Häsin heißt, Hopsi heißt sie, war weiß. Und dann hat sie ein Sensitivity Reading machen lassen und der Sensitivity Readerin wies sie darauf hin, so, könnte es nicht falsch rüberkommen, dass das arme kleine weiße Häschen von den anderen braunen Häschen gemobbt wird. Und sie ist aus allen Wolken gefallen, weil ihr das überhaupt nicht bewusst war. Und sowas meinen wir damit. So Dinge, die überhaupt nicht so, also überhaupt nicht die Intention haben, aber sie trotzdem vermitteln können. Genau. Einmal etwas weiter aufgeholt, aber da ist es hoffentlich erklärt. Dazu unser Senf sozusagen zum Sensitivity Reading. Genau. Wir haben jetzt eine Frage zur Formatierung. Das ist eine gute Frage. Also Formatierung generell ist sehr komplex eures Manuskripts. Wenn ich mich nicht alles täusche, ist auf der nächsten Folie geht es um Buchsatz. Schalten wir mal weiter. Ich hoffe, das stimmt so. Ja, es geht um Buchsatz. Genau, es geht um Buchsatz und damit können wir hier an manchen Stellen vielleicht auf die Formatierung eingehen, allerdings nicht zu tief, weil es ein sehr komplexes Thema ist. Exakt. Die Userin, die das geschrieben hat, hat auch darauf hingewiesen, dass es so ist und dass es manchmal schwierig ist, die richtige Formatierung für den richtigen Distributor, für das richtige Format zu finden. Ja, tatsächlich ist es nämlich nicht so einfach. Man muss sich wirklich mit dem Thema beschäftigen oder man findet sich eben auch einen Dienstleister für den sogenannten Buchsatz oder für den E-Buchsatz. Und die gibt es auch wieder beim Self-Publishing-Markt.de. Genau. Dort findet man auch, weil, ja, das heißt einfach Buchsatz, E-Book-Satz oder E-Book-Design zum Beispiel. Buchdesign, da geht es ums Innenleben des Buches. Nicht um das Cover, sondern um das Innenleben. Und zwar wirklich nicht um den Inhalt, sondern darum, wie das Buch aussieht. Wir haben ja so ein Booklet, ich kann es einfach mal, ne, das ist einfach, hier ist Text. Und es geht wirklich darum, dass ihr nicht nur euer Buch schreibt, denn wenn ihr es veröffentlicht, müsst ihr es auch gestalten. Also, das klingt jetzt so einfach, aber es gibt unglaublich wichtige Dinge. Ich will euch jetzt hier nicht mit goldener Stinte und etwas langweilen, aber schon, dass ihr darauf achtet, dass die Zeilen nicht zu eng gesetzt sind, dass man es gut lesen kann. Also ihr kennt das ja vielleicht selbst, greift in euer Bücherregal, schlagt ein beliebiges Buch auf. Nichts ist ja ätzender, als wenn es viel zu eng gesetzt ist und man kaum weiß, an welcher Zeile man ist. Oder wenn die Innenränder, also an dem Bereich, so eng gesetzt sind, dass beim dicken Buch der Text immer im Bund verschwindet. Oder wenn es weit nach außen läuft. Also das sind alles Dinge, die beim Buchsatz im Inneren berücksichtigt werden müssen. Beim Printbuch und tatsächlich auch beim E-Book. Man denkt immer, naja, das E-Book, das ja als E-Pub auf ein E-Reader kommt, das ist ein flexibles Format. Das liegt daran, dass es verschiedene Geräte gibt, auf denen man es lesen kann, verschiedene E-Reader-Größen, man kann es auf dem Handy lesen, man kann es auch auf dem großen Bildschirm lesen. Und der Text passt sich an. Man macht so ein paar Grundeinstellungen, aber diese Grundeinstellungen, die müssen passen. Sonst passiert es nämlich zum Beispiel, dass wenn man eine feste Zeilenhöhe einstellt, was man beim Printsatz macht, ist, dass man immer sagt, wie groß der Abstand zwischen den Zeilen ist. Das darf man beim E-Book zum Beispiel nicht machen, sondern man muss einen Prozentwert einstellen, den gibt es hier direkt ins Detail. Weil sonst die Zeilen überlappen könnten. Deswegen ist es tatsächlich auch wichtig, sich auch mit der optischen Aufbereitung seines Buches zu beschäftigen. Denn das schönste geschriebene Buch, die schönste Geschichte mit dem besten Lektorat bringt nichts, wenn eure Leser nach drei Seiten das Buch weglegen, weil sie sagen, ich kriege Kopfschmerzen. Weil es in Comic Sans gesetzt ist, um das mal wieder Comic Sans zu bashen. Ja, schon die Wahl eines Schrifttyps, also, ne, da gibt es solche Bücher auch drüber. Typografie ist ein eigener Studiengang. Also das ist auch etwas. Und ja, so, wenn ihr ein reines Belletristikbuch geschrieben habt, wirklich nur Text ist, dann kann es reichen, sich mit den Grundzügen zu beschäftigen, wie breit muss so ein Seitenrand sein, was ist eine gute Schriftgröße und ähnliches. Aber wenn ihr zum Beispiel ein komplexes Bilderbuch setzen wollt, empfehlen wir euch, lasst da wirklich einen Profi dran. Denn Gestaltung ist nicht umsonst ein eigenes Studienfach oder eine eigene mehrjährige Ausbildung. Also da gibt es Profis. Und E-Book-Satz, hey Gott, das lässt ich selbst immer die Kollegin machen, weil ich mir denke, oh Gott, das ist HTML, das ist Code, das möchte ich nicht.
Genau, an dieser Stelle können wir eigentlich auch darauf eingehen. Also wir haben ja auf unserer Plattform die Möglichkeit, ihr könnt eine Word-Datei oder eine OET-Datei bei uns hochladen und unsere Plattform kann das für euch in eine EPUB-Datei hochladen, umformatieren, konvertieren. EPUB ist das Format, das wir beim E-Book brauchen, das haben wir vielleicht noch nicht erwähnt. Wie gesagt, unsere Plattform kann das, auch dafür müssen gewisse Formatierungen gemacht werden, die aber zum Beispiel ziemlich einfach sind. Um euch jetzt an der Stelle weiterzuhelfen, haben wir einiges an Blogbeiträgen mittlerweile veröffentlicht. Also auf unserem Blog findet ihr Hilfsmittel dazu. Wir haben auch gute Videos dazu. Ja. Wir haben auch, also auf unserem YouTube-Kanal, wir haben auch ein Video von einer Autorin, von der Katrin Strafford, die zum Beispiel einen EPUB-Export aus einem Programm zeigt. Und vieles weiteres Infomaterial ist online dafür verfügbar. Wie gesagt, die meisten, wir sind nicht der einzige Distributor. Man kann auch bei anderen Distributoren Word oder andere Formate hochladen und dann können dort die Dateien in EPUBs konvertiert werden. Dafür wiederum sich gut informieren, sich alle FAQ durchzulesen und auch Blogbeiträge anzuschauen. Und wie gesagt, wenn es wie die Martina gesagt hat, wenn es komplexer wird, wenn man zum Beispiel aber auch Bilder einbauen will oder auch andere Dinge, kann man auch im E-Book schöne Sachen machen. Wie heißt es jetzt? Vignetten oder sowas? Ist ja, auch gerade Titelträger kann man machen. Genau. Also. Dann, wie gesagt, könnt ihr euch wiederum auf selbstpublishingmarkt.de auf dieser Folie haben wir jetzt nochmal die Seite wirklich einen professionellen Dienstleister holen. Katrin Strafford zum Beispiel ist so ein Dienstleister. Genau. Gut. Dann haben wir auch schon die nächste Folie. Genau. Nämlich, es geht zu den Buchdaten. Das heißt, wir sind jetzt schon soweit. Wir haben einen Text geschrieben, wir haben ihn vorformatiert, dann laden wir ihn auf einer Plattform hoch, sei es unsere oder eine andere. Wobei, eigentlich sollte man sich den Titel schon vorher überlegen. Ja, und also, da könnte ich jetzt einen eigenen Vortrag zu halten. Geht auf unseren Blog, kann ich empfehlen, gibt es zwei Blogbeiträge zu Metadaten. Denn schon die Wahl eines Buchtitels ist wirklich schwierig. Ihr denkt ja so, ich weiß auch, wie mein Buch heißen will. Vielleicht wisst ihr sogar, wie euer Buch heißen soll, bevor ihr es geschrieben habt. Aber mein liebstes Beispiel sind Bücher, die heißen Im Schatten. Macht euch einfach mal den Spaß, macht einen beliebigen Online-Shop auf und gebt das Suchfeld Im Schatten ein. Und dann schaut, wie viele Sachen ihr angezeigt bekommt. Ich werde euch prophezeien, es sind über 1000 Bücher, die nicht alle Im Schatten oder Im Schatten des, Im Schatten von heißen. Und schwupps ist euer Buch verloren gegangen. Das heißt, euer Buchtitel soll natürlich widerspiegeln, was in eurem Buch vorkommt. Aber es sollte auch möglichst individuell sein. Und die Wahl eines guten Titels ist wirklich, wirklich schwierig. Also es muss widerspiegeln, was eure Genre ist. Es muss möglichst individuell noch nicht vorhanden sein. Es muss zum Inhalt passen. Ihr seht, da könnt ihr wahrscheinlich euch also ganze Abende und Storyboards füllen mit den Titeln. Das gilt auch für die Untertitel. Es ist wirklich komplex und es kann auch eben eine Zeit lang dauern. Wie gesagt, manche Leute haben den Titel schon vorher, manchmal fällt er ihnen zwischendrin ein oder ganz am Ende. Aber seid, wie gesagt, Martina hat es schon gesagt, wirklich seid kreativ. Seid auch nicht zu kreativ, das ist auch nicht das Beste. Passt in der Länge auf und sucht euch, der Titel sollte auch auf jeden Fall immer zum Genre eben passen. Also Titel, Cover, Klappentext repräsentieren euer Buch als erstes in Online-Shops und auch Cover zum Beispiel auch in der Buchhandlung, im Titel natürlich auch. Und da sollte der Kunde, die Kundin einfach schon mal wissen, was erwartet mich ungefähr und es sollte auch zu dem passen, was sie suchen. Also schreibt, wir haben manchmal, wann machst du das immer? Zu Halloween oder zum Valentinstag? Zum Valentinstag mache ich mir immer den Spaß. Ich spiele ein kleines Quiz, das heißt Kiss or Kill. Was handelt sich bei dem Titel um einen Romance oder um einen Thriller? Und manchmal weiß man es nicht genau. Da sind dann Titel bei wie Du wirst mir gehören. Und das weiß man nicht. Es könnte ein Romance sein, aber es könnte auch ein blutiger Thriller sein. Erotic Romance oder Thriller, wer weiß. Genau, wir haben direkt zwei Fragen. Die eine Frage heißt, brauche ich dringend einen Untertitel? Das kommt darauf an. Also erstmal braucht ein Buch keinen Untertitel. Wenn man zum Beispiel Reihen schreibt, kann man ganz gut die Reihe als Untertitel benutzen. Oder wenn man einen, sagen wir mal, einen Worttitel hat oder einen sehr
wenn dein Buch im Schatten heißt, dann könnte es im Schatten Untertitel, was auch immer, mir fällt nichts Kreatives ein. Nach heißt, dem Untergang. Genau. Das heißt, dann kann einfach, können einfach LeserInnen oder auch BuchhändlerInnen, denn auch die müssen ja in euren Büchern klarkommen und eure Marketingmanagerin übrigens auch, das besser unterscheiden. Und dann die wichtige Frage, ist es verboten, einen Titel zu nutzen, wenn es ihn schon gibt? Das kommt darauf an und es ist kompliziert. Es gibt in Deutschland und nur in Deutschland den sogenannten Titelschutz. Das heißt, man kann, wenn man Geld investieren möchte, seinen Buchtitel vorab schützen lassen. Das geht auf bestimmten Plattformen und bei bestimmten Anbietern und kostet ein bisschen Geld. Also auch nicht viel, aber es kostet Geld. Aber es gibt, um jetzt mal einen kleinen Exkurs Urheberrecht zu machen, es gibt die sogenannte Schöpfungshöhe. Um einen Titel schützen zu lassen, muss er Schöpfungshöhe haben. Im Schatten hat keine Schöpfungshöhe. Der 100-Jährige, der aus dem Fenster kletterte, hat Schöpfungshöhe. Das heißt, wenn ihr einen wirklich unglaublich kreativen Titel habt und Angst habt, dass euch den jemand wegnimmt, sicher seid es für den Bestseller, dann könnt ihr euch den Titel schützen lassen. Aber grundsätzlich gilt, der ihn zuerst veröffentlicht, dem gehört er sozusagen. Das heißt, wenn ihr eh das Buch morgen veröffentlichen wollt und ihr merkt, es gibt noch nichts davon auf dem Markt, dann veröffentlicht ihr es einfach und dann quasi gehört es euch. In meinen 4 Jahren bei Dynamo Media ist mir jetzt einmal vorgekommen, dass es eine Titelschutzsache gab, wo ein Buch dann umbenannt worden muss und das haben sie gelöst mit, richtig, der Hinzufügung eines Untertitels. Das heißt, ihr müsst da auch wirklich keine Angst haben, dass bei einem wirklich gängigen Titel euch eine Abmahnung oder ähnliches droht, weil, also, ne, jeder kann Wörter aneinander reihen, solange es nicht wirklich diese berühmte Schöpfungshöhe hat, ist dein Titel halt auch nur bedient. Genau. Schützenswert. Und tatsächlich einen konkreten Titel. Was sagst du zu Nachtfrost? Nein, also Nachtfrost ist ein so gängiges Wort. Also, das, genau. Also Nachtfrost zum Beispiel, würde ich sagen, hat keine Schöpfungshöhe. Da gibt es bestimmt 5 Bücher, die so heißen. Genau. Nachtfrost, vor dem Frost, beim Frost, nach dem Frost. Dann haben wir... Aber wenn das Buch jetzt Elfenfrost heißen würde, wäre es zum Beispiel schon wieder was anderes. Elfenfrost, ja stimmt. Da gibt es zum Beispiel ein Buch. Da ist jetzt zum Beispiel auch die Frage, woher weiß man, ob ein Titel unter Titelschutz steht? Da gibt es den sogenannten Titelschutzanzeiger. Der heißt wirklich so. Da kann man tatsächlich einfach titelschutzanzeiger.de haben. Schaut zur Not in einer Suchmaschine eurer Wahl. Da kann man reingehen. Das einfach eingeben und dann sieht man, ob dieser Titel reserviert ist. Schaut aber, also nicht nur im Titelschutzanzeiger. Im Titelschutzanzeiger sind Titel drin, die reserviert sind, aber noch nicht veröffentlicht. Schaut einfach auch tatsächlich in die veröffentlichten Titel. Dazu reicht wirklich ein Buchshop eurer Wahl, ob es da den Titel schon gibt. Also nicht nur, um eventuelle Streitigkeiten zu vermeiden, sondern auch, um zu sehen, ob es einfach nicht schon 30 Bücher gibt. Genau. Gut, dann kommen wir noch zum nächsten Punkt. Vom Titel kommen wir zum Autorinnennamen. Das klingt jetzt so einfach. Ja, ich heiße Martina Raschke, so nenne ich mein Buch. Also Martina Raschke ist, finde ich, echt überhaupt kein sexy Name. Also, ach, Martina. Ja, das ist doch, also ich weiß nicht. Also da könnte man vielleicht historische Romane drunter schreiben, das wird ja ganz gut passen. Aber... Also viele Autorinnen wählen dann ein Pseudonym. Es gibt natürlich auch viele Autorinnen, die schreiben mit einem Klarnamen ihr Hauptgenre und unter 1 oder 7 Pseudonym andere Genre, damit halt die Thriller und die Romance und die erotischen Romane auseinandergehalten werden. Genau. Das müsst ihr euch wirklich selbst überlegen. Bei der Pseudonymwahl gilt ähnliches wie beim Titelwahl. Ihr habt da freie Wahl, aber also euch J.K. Rowling zu nennen, könnte juristische Probleme nach sich ziehen. Und schaut tatsächlich nach, dass ihr kein Pseudonym wählt, dass es gibt. Also es gibt so Klassiker, also finde ich, es gibt so viele Kims und Valentines und Rose. Genau, dass da einfach keine Verwechslungsgefahr besteht. Also das klingt jetzt so, als wären wir das nur das Romance an das Genre, aber eigentlich geht es auch um Thriller ganz oft, ja. Oder? Also es. Ja.
Wie gesagt, Pseudonym ist aber kein Problem, egal welches ihr wählt. Ihr könnt auf unserer Plattform jedes Pseudonym eingeben, das ihr wollt. Ihr könnt auch mit einem Konto mehrere Pseudonyme quasi bespielen. Also das ist kein Problem. Das ist dann alles auf einer Abrechnung. Sehr praktisch. Gut, dann der Klappentext. Wie gesagt, wir möchten nicht schreiben müssen. Nein, wir möchten nicht schreiben müssen. Also Klappentext ist wirklich ein schwieriges Thema. Denn was muss ein Klappentext können? Er muss A. interessieren. Er muss etwas teasern. Ohne was zu verraten. Er muss das Genre des Buches auch schon gut treffen. Er muss die Protagonisten vorstellen. Er darf nicht zu lang sein. Er darf aber auch nicht zu kurz sein. Wie gesagt, wahrscheinlich, wie Martina gesagt hat, nochmal der schwierigste Text eines Buches insgesamt nach dem Manuskript selbst. Ja. Also dafür kann man generell Tipps geben, die wir jetzt gerade gesagt haben, oder ihr recherchiert einmal so richtig mehrere Stunden durch. Also was Besseres kann man eigentlich nicht machen. Schaut euch an, was treibt meine Kolleginnen schafft denn so, wir wollen es eine Konkurrenz nennen, weil wir machen ein Miteinander, nicht gegeneinander. Und wie gesagt, schaut euch an, was sind die Klappentexte? Kennt ihr zum Beispiel in eurem Genre Autorinnen, die besonders erfolgreich sind? Wie sind deren Klappentexte? Ohne zu kopieren, aber sich ungefähr zu orientieren, was muss ich reinschreiben? Und passt auf, zum Beispiel technische Hinweis, oder eigentlich kein technischer Hinweis, aber ein Klappentext darf niemals ein Tippfehler sein. Oh, ja. Das ist eine schlechte Sache. Bitte passt auf, ihr könnt die Klappentexte wunderbar auf unserer Plattform einfügen und dann wirklich nochmal gut drüber lesen, Kommasetzung auch nicht vernachlässigen oder nicht zu viele setzen, nicht zu großzügig, nicht zu viel Komma. Also bitte darauf achten, dass die wirklich gut sind und keine Fehler. Genau, ich empfehle euch echt nochmal diese beiden Blogbeiträge, die wir haben zu Metadaten. Es wird jetzt hier zu weit führen, aber ein Klappentext beinhaltet nämlich auch unglaublich viele Suchbegriffe. Das heißt, der Leser, die Leserin, die in einem Shop nach bestimmten Dingen sucht, wie Provence-Krimi, der findet eventuell euer Buch, wenn in eurem Klappentext irgendwo Provence und Krimi drinsteht. Das heißt, ihr solltet auch euch immer gut überlegen, den Klappentext, also ihr seht, es wird immer komplizierter, auch nach dem Schlagwort zu optimieren. Deswegen sagen wir mal, Klappentext ist wirklich, ist der Endgegner. Da können wir euch wirklich auch nicht helfen, das ist wirklich, muss man üben. Viele Autoren, die ich kenne, hassen das wirklich. Aber unterschätzt es einfach nicht. Haben wir Fragen? Genau, zu? Ja, wir haben hier ein paar Fragen. Eine Frage wurde schon beantwortet. Genau, der Klappentext ist der Text hinten auf dem Buch, der kurz beschreibt, was es im Buch um was geht. Viele Klappentexte können unterschiedlich auch sein. Manchmal amerikanische Ausgaben zum Beispiel machen oft nur Zitate aus Zeitungen, ist aber im deutschen Markt nicht so verbreitet. Also ich würde wirklich aber kurze Beschreibung des Inhaltes geben. Genau, aber das ist auch der Text, der im Onlineshop einfach neben eurem Buch steht und des Verkaufsargumentes. Genau. Wir haben eine Frage, die jetzt eben, wie gesagt, sehr aktuell ist, denn es ist seit dieser Woche anders. Wir haben, wie? Fünf Jahre lang haben wir nur E-Books gemacht. Haben wir nur E-Books gemacht und seit letzter Woche kann man bei uns auch Printbücher veröffentlichen. Um diese Frage jetzt quasi, die wir im Chat hatten, zu beantworten, das ist jetzt bei uns neu. Schaut es euch an, falls es auch falls schon Tolino Media Expertinnen hier auch dabei sind, schaut es euch an. Es läuft ganz ähnlich wie beim E-Book, da gibt es jetzt beim Upload natürlich, bis auf das, dass man andere Dateien hochladen muss für den Print. Ansonsten ist alles ganz gut, so wie beim E-Book. Genau, also gerade der Klappentext, den wir jetzt am besten mal Inhaltstext nennen, der wird natürlich beim Printbuch quasi draufgedruckt, damit die Leserin es im Buchhandel leben und lesen kann. Aber das ist auch immer der Text, der im Online-Shop, wenn ihr das Buch dort kaufen würdet, bei der Detailansicht des Buches steht. Das heißt, der ist im Endeffekt fürs E-Book und fürs Printbuch identisch. Genau. Wir haben noch eine Frage zum Impressum. Das haben wir jetzt hier als Buch dann nicht aufgelistet. Allerdings ist es natürlich auch total wichtig. Wir können hierzu Martina nur ein paar Worte. Genau. Also, Martina hat viel zu Impressum zu sagen. Genau. In Deutschland gilt Impressumspflicht. Das heißt,
jeder Autor, jede Autorin eines Printerzeugnisses oder eines E-Books oder eines Webshops, aber darauf gehe ich nicht ein, ist verpflichtet, seinen Namen und seine ladungsfähige Anschrift in das Impressum des Buches zu setzen. Die ladungsfähige Anschrift ist tatsächlich der Ort, an dem ihr wohnt, und zwar mit Adresse. Konkret, die Frage war, wir können hier nicht genannt werden. Nein, wir treten nicht als Verlag auf, wir sind reiner Distributor. Das heißt, ihr müsst wirklich euren Namen und eure Anschrift in euer Buch schreiben. Das gilt für Print und E-Book gleichmaßen. Genau, in anderen, wenn ihr in anderen Ländern als Deutschland wohnt, ist das vielleicht anders, dann müsst ihr euch im jeweiligen Landespressegesetz, so heißt das, informieren. In Deutschland ist Landespresse übrigens Landesgesetz, das heißt, in Berlin gilt ein anderes als in anderen Bundesländern. Stichwort Landespressegesetz, das könnt ihr einfach googeln und dann euer Wohnort. Wenn ihr euren klaren Namen, eure Anschrift nicht ins Impressum setzen möchtet, dann könnt ihr auf sogenannte Impressumsservice zurückgreifen. Da würde ich euch empfehlen, informiert euch gut, denn es sind tatsächlich schwarze Schafe auf diesem Markt unterwegs. Ein Impressumsservice funktioniert wie folgt. Ihr schließt mit diesem Service einen Vertrag, schreibt den Impressumsservice in euer Buch hinein. Eventuelle Post geht an diesen Impressumservice und der stellt gegen eine Gebühr sicher, dass diese Post euch im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben, ich persönlich weiß jetzt nicht spontan, wie viele Stunden das sind, das geht keine Gebühr, Tage hier, zugestellt werden. Praktisch funktioniert das meistens, indem die Post öffnet, euch einscannt, dann müsst ihr euch zugestellt. Es geht hier vor allem um eine Erahntes an diesem Begriff ladungsfähige Anschrift, dass es hier um vor allem Gerichtsdinge geht. Es gibt leider durchaus immer wieder Anbieter, die euer Geld nehmen und eure Briefe dann einfach, wenn sie denn kommen, euch nicht zustellen, sondern die Kohle kassieren, um es mal plakativ zu sagen. Hier solltet ihr euch einfach auch in den einschlägigen Foren informieren. Genau, wir haben jetzt noch ein paar Fragen zu Print- und E-Book-Veröffentlichung, aber ich würde sagen, da werden wir später darauf eingehen, ja, wenn wir zur Distribution, zum Vertrieb kommen und die Frage des Formats noch mal ein bisschen abklären. Wir haben jetzt allerdings einen großen Punkt als nächstes auf unserer Folie, nämlich Preis. Preis und Orientierung. Also woran kann man sich orientieren? Ich frage diese Sachen alle, die Martina, weil sie als Marketingmanagerin ist dafür und für den Buchladen die absolute Expertin. Also woran kann man sich orientieren, wenn man jetzt einen Preis gestalten will für sein Buch? Das ist tatsächlich eine gute Frage, es kommt darauf an. Also tatsächlich macht sich ja kaum jemand beim Schreiben seines Buches schon Gedanken, was das später mal kosten soll. Solltet ihr aber wirklich tun. Also eins meiner Mantren ist, also Marketing fängt früher an, im Prinzip schon, wenn ihr den Stift ansetzt. Und auch Preis, ich mache jetzt keinen BWL-Exkurs, den könnt ihr euch irgendwo anders auf YouTube ansehen, wo ich BWL-Exkurse halte. Auch die Preisgestaltung ist tatsächlich etwas, was zum Marketing eures Buches gehört. Ihr könnt eine Hochpreisstrategie fahren, ihr könnt eine Niedrigpreisstrategie fahren, ihr könnt mit Einführungspreisen arbeiten, ihr könnt mit Preisaktionen arbeiten. Wie viel ihr im Endeffekt für euer Buch nehmt, ist vom Genre abhängig, ist tendenziell, das sind alles nur Tendenzen, sind Low-Titel im Self-Publishing günstiger als zum Beispiel Fantasy-Titel. Es ist vom Umfang abhängig, natürlich wollt ihr ein 200-Seiten-Buch günstiger anbieten als ein 800-Seiten-Buch. Und es ist tatsächlich auch einfach vom Markt abhängig. Also die Leute, die noch keine Erfahrung im Self-Publishing haben, werden jetzt schockiert sein, wenn ich euch sage, wo so der Standardpreis ist für ein E-Book. Es geht immer um E-Books in dem Fall. Das Standard-Self-Publishing-E-Book liegt bei 3,99 bis 5,99 als Verkaufspreis. Dort hat es sich eingependelt. Es gibt kaum etwas, was darüber geht, es sei denn, es sind jetzt Sammelbände, die sind schon mal teurer und Sachbücher, aber tatsächlich ist das die Preisordnung. Das heißt, schaut einfach, was die Konkurrenz macht und seht zu, dass euer Preis konkurrenzfähig ist. An der Stelle könnte ich jetzt ein kurzes Plädoyer für höhere E-Book-Preise im Self-Publishing einfügen, das tue ich aber nicht. Bei Printbüchern, was wir jetzt ja auch anbieten, ist es ein bisschen anders. Da ist der Verkaufspreis natürlich auch abhängig von der Seitenzahl, vom gewählten Format, von der Anzahl der Farbseiten, ob es Hardcover oder Softcover ist. Wenn ihr auf unserer Plattform diese ganzen Daten für ein Printbuch eingibt, dann spuckt euch unsere Plattform einen Mindestverkaufspreis aus. Ihr könnt dann einen höheren Preis wählen, wenn ihr möchtet, aber ihr könnt keinen niedrigen wählen. Das hat den Hintergrund, dass wir damit sicherstellen, dass euer Printbuch kostendeckend
produziert werden kann und ihr dann auch noch eine gute Marge erhaltet. Das heißt, da ist es euch so ein bisschen einfacher gemacht. Teurer geht immer nach unten. Setzen wir euch einfach eine Grenze. Genau. Sehr gut. Dann würde ich sagen, gehen wir doch auf die nächste Folie. Oh, ein großes Cover. Ein großes Thema. Cover. So, jetzt haben wir es auch rausgebracht. Wir haben auch vorhin schon etwas darüber gesprochen und wir werden hier auch wieder ganz basic quasi anfangen. Die Frage ist als erstes, was muss auf ein Buchcover? Ihr müsst auf ein Buchcover als erstes den Titel des Buches geben. Lesbar. Lesbar. Wir haben vorher schon von Comic Sans gesprochen. Es gibt viele schöne Schriften im Coverdesign, aber bitte den Titel immer so lesbar wie möglich halten. Können wir später auch mal ein bisschen über Design reden. Dann euren Autorinnennamen oder das Pseudonym. Das muss auf jeden Fall drauf sein. Und dann, also das muss vorne am Cover drauf sein. Wir haben dann gesagt, wenn man das Buch dann umdreht, das Drehbuch, dann brauchen wir den Klappentext. Und was auch drauf ist, ist zum Beispiel ein Barcode. Dieser Barcode, der wird euch von uns zur Verfügung gestellt. Der muss auch auf jedes Drehbuch drauf. Das ist einfach, damit der Buchhändler das einscannen kann im Buchhandel. Das nicht vergessen, dass es auf eurem Buchcover noch hinten drauf muss, vorne umschlagen. Dann generell können wir noch dazu sagen, was muss an einem Cover erkennbar sein? Also umgekehrt, also euer Cover sollte auf jeden Fall das Genre eures Buches widerspiegeln. Denn wie wir schon gesagt haben, ist das Cover der erste Anlaufpunkt der Kundin, des Kunden in der Buchhandlung, aber auch im Online-Shop. Das heißt, die Leute suchen nach bestimmten Genren, die sie gerne lesen. Viele lassen sich auch gerne überraschen, aber sagen wir mal, wir wollen jetzt einen Thriller suchen, wir wollen einen Thriller lesen, dann suche ich auch nach gewissen Formen, sage ich jetzt mal, die in diesen Covern auch zu finden sind. Momentan ist der Trend bei Thrillern zum Beispiel stark im Schwarz-Weiß mit Rot-Elementen-Bereich. Also wenn ihr euer Printcover oder euer Buchcover für Thriller immer in dem Bereich gestaltet, macht ihr sicher nichts falsch und es ist für den Kunden eindeutig erkennbar, es handelt sich um einen Thriller. Dann zum Beispiel im Bereich Romance schadet es natürlich nie momentan. Zum Beispiel New Adult ist im Bereich Pastell gehalten. Gerne auch ein bisschen Gold darüber gestreut. Muss nicht sein, verkauft sich aber wahrscheinlich gut, weil das Genre gerade sehr davon geprägt ist zum Beispiel. Romance zum Beispiel, was kann man da sagen? Oft sind Paare auf Romance-Covern, das ist jetzt nicht mein Favorit, also ich glaube, es sind Paare. Aber generell auf Personen auf Covern und nicht erscheinen sich ja die Geister. Genau. Also euer Cover sollte wirklich eurem Genre entsprechen, wie Laura schon so schön gesagt hat. Und es sollte professionell. Da unterschätzt wirklich nicht die Wirkung eines guten oder eines schlechten Covers. Schaut euch wirklich auch die Konkurrenz an. Schaut mal, exakt, also man kann es nicht oft genug sagen, aber sagt jetzt schon, schaut, was eure Kolleginnen machen, schaut, was andere Verlage machen. Und bedenkt auch tatsächlich immer, bei eurem Printbuch liegt das Buch im Handel. Der Kunde, die Kundin geht vielleicht auf den Buchhandel und schaut es an. Es muss ein Eyecatcher sein. Aber das Cover ist natürlich auch im Online-Shop. Und da heißt das Ding ja nicht umsonst Thumbnail, da sind die Cover so groß abgebildet. Wenn man es sich auf dem Mobilgerät anschaut, sind sie noch kleiner. Auch da sollte es noch gut erkennbar sein und nicht so ineinander fließen. Was zum Beispiel auch ein Punkt ist, weiße Cover. Der Hintergrund der meisten Shops ist weiß. Wenn ihr ein weißes Cover wählt, dann verschwindet das im Shop quasi. Man sieht nur noch die Schrift, ist nicht so günstig. Genau, das geht dann direkt in den Hintergrund über und das macht wenig Sinn. Wir haben jetzt hier den Kommentar im Chat, dass man quasi den Spagat schaffen muss zwischen dem, was ist gerade in und was gefällt mir aber selbst. Cool. Wie gesagt, es ist ein Spagat. Man tut sich immer Gutes, wenn man sich an Trends orientiert. Das heißt aber nicht, man muss sie mit vollem Einsatz oder voller Linie quasi ausschlachten. Man kann auch trotzdem immer noch seine eigene Note reinbringen und das, was einem selbst auch am besten gefällt. Dennoch, wie gesagt, nehmt unseren Rat ernst.
es geht darum, dass ihr wollt ja euer Buch auch verkaufen und nicht nur für euch selbst produzieren. Außer ihr wollt es nur für euch selbst, dann ist es auch total okay. Es kommt immer darauf an, was hat man damit vor. Aber wie gesagt, sich so an Trends zu orientieren und mal zu schauen, was ist gerade für mein Genre in oder was läuft gerade gut, schadet keinem. Die nächste Frage, die auch im Chat schon ein bisschen besprochen wurde, und das habe ich sehr schön gefunden, da wurde die Katrin Stratford schon genannt als Cover-Designerin. Das freut sehr. Wir mögen die Katrin sehr gern. Sie ist auch, hat viele, wie gesagt, wir können schon mal anteasern, es gibt noch mehr Videos bald von ihr auf unserem YouTube-Channel. Katrin Stratford ist eine professionelle Cover-Designerin. Wir hatten vorhin die Samina Johansson in unserem Panel, sie ist auch eine professionelle Cover-Designerin. Sucht euch wirklich jemanden, der euch hilft. Es ist natürlich die Frage des Preises auch, den wir vorher schon etwas besprochen hatten. Es gibt zum Beispiel auch Pre-Made Cover, die ihr für einen günstigeren Preis zum Beispiel bekommen könnt, als ein komplett individuell gestaltetes Cover. Diese sind natürlich teurer, weil der Cover-Designer komplett alles Neue erschaffen muss nach euren Vorgaben oder euren Vorstellungen. Und bei Pre-Made Cover werden zum Beispiel schon gewisse Cover für Romance oder für Fantasy, gibt es auch oft vorgefertigt. Ihr könnt da mal durchschauen, da gibt es einige Cover-Designerinnen auf Instagram zum Beispiel. Genau, die Juliana Fabula zum Beispiel. Genau, also Farbenmelodie heißt sie auf Instagram, macht sehr schöne Pre-Made Cover, wirklich über fast alle Genres, die auch wirklich erschwinglich sind. Dann gibt es auch noch die Cassandra Kramer, die macht auch sehr schöne Cover, ich glaube auch Premium Cover. Dann folge ich zum Beispiel auch einem Instagram-Account, der heißt Coverfunk, der macht auch sehr schöne Premium Cover. Und es kann ja sein, dass ihr dort eine seht und sagt, wow, das passt genau zu meinem Buch, das haut mich um und das nehme ich. Es ist natürlich für den ganz kleinen Geldbeutel, sagen wir jetzt mal, kann man Cover auch selbst gestalten. Wir sagen immer, man kann. Wir empfehlen aber, es nur zu tun, wenn man wirklich grafische, gute Kenntnisse hat. Wenn man sich auskennt mit verschiedenen Schriften, wenn man ein bisschen arbeiten kann. Also was mir immer ein bisschen weh tut, ist das typische Foto mit Schrift drauf. Es ist nicht genug. Es ist nicht genug, ein Foto zu nehmen und eine Schrift, also einen Titel drauf zu schreiben. Dann müsst ihr, müsst konkurrenzfähig sein. Denn es gibt so viele Bücher auf dem Markt. So schöne Cover einfach. So schöne Cover. Nicht nur im Self-Publishing, sondern ihr tretet ja eigentlich in den gesamten Buchhandel an. Das heißt, im Cover muss wahrscheinlich weiß ins Geld investiert werden und auch eben für externe. Das ist wahrscheinlich eines der häufigsten Dinge, die als externen Dienstleister vergeben werden. Also ich sehe es ja auch aus der Sicht als Marketingmanagerin. Meine Aufgabe zum Beispiel ist es, die Bücher unserer Autorinnen auf Marketingplätzen in Shops zu verteilen. Und das Erste, was ich mache, wenn ich eine Anfrage bekomme, ob jemand Marketingplätze für sein Buch haben konnte, ich schaue das Cover an. Und wenn das Cover einfach nicht, wie Laura so sagte, konkurrenzfähig ist, wirklich, ich drücke es gerade aus, wenn das Cover nicht gut genug ist, dann kann ich diesem Buch natürlich leider keine Marketingplätze geben, weil wir haben eine begrenzte Anzahl und da muss man wirklich auswählen, also um es wirklich mal im Marketing zu sagen, kann dieses Buch auf diesem Platz performen? Das macht ja auch der Händler, der überlegt sich, wenn ich dieses Buch ins Regal lege, verkauft es sich oder nicht? Das sind ja wirklich betriebswirtschaftliche Überlegungen, die da im Buchhandel getroffen werden. Und wenn er sich das Cover anschaut und sagt, naja, ich glaube nicht, dass jemand zugreift, würde ich völlig unabhängig, ob der Inhalt vielleicht grandios ist, dann bleibt es einfach liegen. Genau. Wir hatten jetzt hier also die Cassandra heißt Kramer mit 2 M. Das war noch die Frage. Ich glaube, so heißt sie auch auf Instagram. Sie ist mir öfter als Cover-Designerin schon aufgefallen. Dann wird hier im Chat noch weiter über hilfreiche Seiten. Ich finde es cool, wie ihr untereinander im Chat immer wieder Tipps gebt. Das ist super. Wie gesagt, Self-Publishing ist eine Community. Man hilft sich gegenseitig und kann sich gegenseitig Fragen beantworten. Dann sind wir eigentlich auch schon durch mit den Fragen zum Cover. Ich sehe schon, wir sind schon fast eine Stunde dabei. Wir müssen ein bisschen weiter tun in unserem Programm. Ja. Ihr seht, vor allem Martina ist ein unendlicher Quell von Wissen. Ich kann euch wahrscheinlich zu jedem Thema einen Vorschlag halten, aber es sprengt den Rahmen. Genau. Schaut auf unseren Blog, schaut auf unseren YouTube-Kanal. Genau. Wenn ihr zu solchen Themen noch mehr Fragen habt, wir antworten auf euch gerne auf eure E-Mails. Das wäre publishing@tolino.media. Wie gesagt,
dort meistens sehr spezifische Fragen dann auch schon stellen. Allgemeines findet ihr wirklich in unserem FAQ-Blog und auf unserem YouTube-Kanal. Dann gehen wir mal auf die nächste Folie. Was haben wir denn da noch Schönes? Marketing. Okay, also zum Marketing. Ich versuche mich kurz zu fassen, weil zum Marketing halte ich normalerweise 2-stündige Vorträge. Die es auch auf YouTube gibt. Exakt. Als Hilfspublisherin seid ihr, naja, ihr seid euer eigenes Mädchen für alles, ihr müsst auch Marketing machen. Denn ihr müsst euch immer vor Augen halten, um hier diesen blöden Spruch, wer nicht wirbt, stirbt, zu bringen. Es kommen jeden Tag Hunderte und Tausende von Büchern auf den Markt. Und Marketing sorgt dafür, dass euer Buch sichtbar wird. Dass die LeserInnen und die BuchhändlerInnen darauf aufmerksam werden, das ist euer Buch. Denn wenn ihr das nicht macht, dann geht euer Buch einfach und alles. Das bringt ja nichts, das schönste Buch mit dem schönsten Cover geschrieben zu haben, wenn niemand weiß, dass ihr das Cover geschrieben habt. Das ist, sag mal, im Marketing ist so, gilt so die Reverse Fan Club Regel. Also die erste Regel ist, redet über euer Buch. Das heißt, also Marketing ist es, ich will hier gar nicht, was haben wir auf der Folie stehen, genau, ich gehe gar nicht so genau ein. Also ihr solltet auf jeden Fall eure eigenen Kanäle nutzen, also Social Media, Webseite, Blog, Mundpropaganda, geht auf Messen, um für euer Buch zu werben und den Leuten zu erzählen, dass ihr ein Buch geschrieben habt. So ist es. Da muss ich auch nochmal einhaken. Ja, ihr braucht eine eigene Website. Ja, ihr braucht eigentlich Social Media Kanäle. Auch wie wir es vorher schon mal hatten, wenn man sich selbst nicht so gern ins Rampenlicht stellt und nicht so gern selbst vor der Kamera sein will, das macht nichts. Es gibt auch viele Pseudonyme, die auf Instagram sind, die posten dann halt viel. Du kannst Fotos posten, wo du selbst nicht drauf bist, aber hauptsächlich postet über eure Bücher, erzählt euren LeserInnen, was ihr gerade so macht. Wie weit seid ihr mit dem nächsten Buch? Ist das eine Buch gerade im Korrektorat? Ist das andere gerade im Lektorat? Wo seid ihr als nächstes auf Lesungen anzutreffen? Ob online oder in Präsenz, macht jetzt auch keinen Unterschied mittlerweile mehr. Seid präsent im Netz, seid da, schaut, was sind die neuen Trends und versucht, ihr müsst nicht alles machen, aber sucht euch ein, zwei Dinge. Also eigentlich ist die Website ist meiner nach ein Muss. Website ist ein Muss. Dort könnt ihr einfach alles über euch sammeln. Also eure Bücher, etwas zu euch, Events, Preise, Wettbewerbe, alles Mögliche. Und dann solltet ihr euch einen Social-Media-Kanal eurer Wahl suchen. Ihr müsst nicht überall vertreten sein, das ist auch verwirrend manchmal. Sucht euch einfach etwas aus, was euch am besten passt. Ich werde jetzt hier nicht ausufern, welcher Kanal für wen am besten geeignet ist. Da habe ich auch schon Vorträge gehalten. Könnt ihr euch dann anschauen. Genau, was ihr bedenken müsst. Marketing ist schönes BWL, also es lohnt sich tatsächlich mal da, sich kurz mit zu beschäftigen. Marketing ist mehr als Werbung. Das heißt, es geht beim Marketing nicht darum, dass ihr vielleicht Anzeigen bucht oder Newsletterplätze kauft, auch das könnt ihr machen. Sondern Marketing beginnt eigentlich in dem Moment, wo ihr wisst, ihr wollt ein Buch veröffentlichen und hört auch nicht auf, wenn das Buch da ist. Das heißt, eigentlich erzählt ihr konstant allen Leuten, die es wissen wollen und auch uns allen, die es nicht wissen wollen, dass ihr ein Buch schreibt. Das heißt, das könnt ihr im Schreibprozess machen, indem ihr kleine Snippets veröffentlicht, indem ihr eure LeserInnen über Cover abstimmen lässt. Ihr könnt sogar solche Dinge machen wie Gewinnspiele, dass die LeserInnen einen Charakter benennen können. Ihr könnt Release-Partys machen, wenn das Buch dann draußen ist. Ihr könnt Testleseplätze verlosen. All das sind Dinge, die ihr schon im laufenden Betrieb beim Schreiben, bei der Veröffentlichung danach machen könnt. Also ich weiß, unglaublich vielen fällt es schwer, weil sie gar nicht wissen, so was ich möchte gar nicht über mich und mein Buch, ich will hier nur sitzen und schreiben. Aber leider kann ich euch sagen, wenn ihr es nicht tut, ist die Chance, dass euer Buch so gut es ist, toller Inhalt, super Lektorat, schönes Cover, es wird runtergehen. Genau, wir haben auf der Folie auch nochmal aufgeschrieben, dass es gibt auch Dienstleister dafür, wobei da muss man sich, glaube ich, davon gefasst machen, dass sie schon ein bisschen im höherpreisigen Bereich liegen, also das wirklich komplett an einen professionellen Dienstleister abzugeben, dann müsst ihr auch schon vielleicht einiges verkauft haben, dass ihr wisst, ihr seid in der Größenordnung und könnt da was rausgeben. Andererseits für Marketing gibt es zum Beispiel auch diverse Coaches, auch im Schreib-, also im Buchbereich.
Es gibt auch interessante Instagram-Kanäle dazu. Schaut mal, zum Beispiel auch ein interessanter Instagram-Kanal für Autorinnen ist von der Katrin Ilfs, einer sehr frömmlichen Autorin aus Wien. Sie spricht über alle Themen, aber zum Beispiel auch über Marketing. Und auch hört euch einfach in der Community um, welche Marketingstrategie oder vor allem welche Werbeplätze zum Beispiel für sie sinnvoll waren. Es gibt diverses, was man gegen Geld kaufen kann. Oder manchmal muss man sich einfach nur früh genug melden und eben zuhören. Genau. Auch da wieder, schaut auf unseren Blog, schaut in unseren YouTube-Kanäle, da gibt es schon längere BWL-lastige Vorträge, wo verschiedene Strategien etc. Aufgelistet werden. Auch sowas wie saisonales Marketing. Also wir stehen kurz vor der Weihnachtszeit, dass ihr jetzt am besten ein Weihnachtsbuch veröffentlicht und das nicht schon im Juni getan habt, ist vielleicht ein. Genau. Gut, dann würde ich sagen, zum Marketing, dann gehen wir weiter. Jetzt kommen wir noch zum Eingemachten quasi, nämlich Vertrieb und Distributor. Wir haben es ja vorher schon angesprochen. Wir haben ein Manuskript, wir haben ein Cover, wir haben alle Buchdaten zusammengesammelt. Jetzt möchten wir unser Buch veröffentlichen. Aber die Frage ist, was war? Wo machen wir das? Wo machen wir das? Was mache ich jetzt mit dem Kram? Einmal kurz gegoogelt und schon ist man bei Tolino Media gelandet. Richtig. Der besten und nettesten selbstverständlichen Plattform. Nein. Wir sind ein, ja, keine falsche Bescheidenheit. Also, wir sind an die selbstverständlichen Plattform der Tolino Allianz. Das heißt, wir sind da direkt an die Buchhändler der Allianz gekoppelt. Das wären da Thalia, Google und Weltbild. Das hat viele Vorteile für uns. Wir haben nämlich sozusagen Ansprechpartner in diesen Shops, das heißt, da kommen wir her. Wir haben bis jetzt eben eure E-Books in die Shops der Tolino Allianz gebracht, aber auch seit Anfang des Jahres in andere Shops wie zum Beispiel Amazon, Google Play und Apple Books und in viele mehr. Dann könnt ihr zum Beispiel euer E-Book auch über uns für die Flatrate Scooby, die Leseflatrates Kubi freigeben, ist auch kein Problem. Und auch sogar haben wir einen Service, der heißt Online. Da könnt ihr eine Lizenz oder ein Exemplar eures E-Books für Bibliotheken zum Lizenzkauf anbieten. Das war das, was wir bisher gemacht haben, was wir weiterhin machen werden. Und jetzt gibt es eben auch Print als Möglichkeit bei uns. Doch ich möchte nochmal zurückrudern und quasi mir die Frage stellen, oder für euch als Autorinnen die Frage stellen, was möchte ich nämlich veröffentlichen, welches Format? Das hatten wir vorher im Chat schon mal. Möchte ich ein E-Book veröffentlichen, möchte ich ein Printbuch veröffentlichen? Dann gibt es noch etwas, was wir nichts damit zu tun haben, was aber auch viel ist. Sag nicht Hörbuch. Oh Gott, das war schon mein kleines Hörbuch-Trauma. Hörbuch ist immer mehr im Kommen, wenn ihr aber... Da müsst ihr schon etwas erfahrenes sein, dass ihr sagen könnt, ihr macht eine Hörbuchproduktion. Darüber können wir wirklich nicht sprechen. Da haben wir nicht viel Ahnung. Wer viel Ahnung hat, ist Jasmin Zipperlin an dieser Stelle. Ja, genau. Wenn ihr was über Hörbücher wissen wollt, fragt Jasmin Zipperlin. Alles über Hörbuch gesagt, was wir sagen. Genau, Laura hat ja schon gesagt, also, dass wir quasi bis letzte Woche E-Book-Only gemacht haben und der E-Book-Vertrieb bei uns ist wirklich absolut einfach. Ihr macht euch einen Account, ihr ladet eure Cover hoch. Da haben wir darüber gesprochen, gebt die Metadaten ein, Titel, Klappentext, legt einen Preis fest, ladet eure Inhaltsdatei hoch, entweder ein Word-Dokument oder ein fertiges EPUB, klickt auf Buch veröffentlichen, dann kriegt ihr automatisch kostenlos eine ISBN von uns und eure Bücher gehen automatisch und kostenlos in die Shops der Tolino Allianz und alle weiteren Distributoren, die ihr per Opt-in ausgewählt habt. Wie gesagt, der E-Book-Vertrieb ist bei uns absolut kostenfrei, es gibt keine Vertragslaufzeit, ihr könnt die Bücher überarbeiten, stornieren, neu veröffentlichen, da gibt es keine Laufzeiten, keine Fristen, keine Beschränkungen und keine Kosten. Wirklich nicht. Bei den Printbüchern gibt es auch keine Laufzeiten, keine Exklusivität, keine Befristungen. Das heißt, ihr könnt das Buch bei uns veröffentlichen und parallel bei anderen Anbietern, wenn die das erlauben, wiederum. Ihr könnt das Buch auch jederzeit stornieren, es gibt keine Laufzeiten. Das Einzige, was beim Printbuch ein bisschen anders ist, wenn ihr ein Printbuch bei uns für den Handel veröffentlicht, dann fällt eine Grundgebühr für jedes Printbuch an von 14,90 €. Darin enthalten sind einfach diverse Serviceleistungen, die ISBN und die Meldung an Verzeichnis
Inhaber Bücher. Genau, wir hatten auch schon die Frage im Chat, wie ist es mit der Nationalbibliothek? Wir senden euer E-Book, ein Exemplar eures E-Books an die Deutsche Nationalbibliothek, wenn ihr das möchtet, aber nur an die Deutsche Nationalbibliothek. Österreich und Schweiz sind da ausgenommen. Und wie gesagt, nur für E-Book. Also für Print haben wir diesen Service nicht. Genau, das heißt, die Pflichtexemplare eures Printbuches für die National- und Landesbibliotheken müsstet ihr selbst versenden. Das könnt ihr ganz einfach machen, indem ihr zum Beispiel bei uns das Buch, das Printbuch für den Handel freigibt und euch dann ein eigenes Exemplar bestellt. Genau. Sollen wir nochmal kurz auf den Prozess für das Printbuch eingehen, für die ganz, für die Newbies auch, wie es funktioniert mit dem VLB und den Barsortimenten? Ganz kurz. Ganz kurz. Im Endeffekt braucht ihr 3,5 Dinge, um ein Printbuch in den Handel zu bringen. Ihr braucht einen Umschlag, anders als beim E-Book. Beim E-Book braucht ihr wirklich nur das Cover, denn ein E-Book hat keine Rückseite. Für das Printbuch müsst ihr den Umschlag hochladen, das heißt Buchrückseite, Buchvorderseite und den Steg, den es hier nicht gibt, weil es ein Booklet ist. Das müsst ihr als buchfähiges PDF mit bestimmten Maßvorgaben, die auf unserer Homepage im Blog stehen, hochladen. Den Buchinhalt, den sind auch im Buchblock, müsst ihr ebenfalls als druckfähiges PDF exportieren und hochladen. Dazu kommen dann die Metadaten, dann klickt ihr wieder auf Buch veröffentlichen, kriegt automatisch ein ISBN für uns. Und das Printbuch ist dann als On-Demand-Titel im Handel. Wir melden es ans Verzeichnis lieferbarer Bücher und an die Barsortimente, an die wir angeschlossen sind. Was heißt das? Nun, im Verzeichnis lieferbarer Bücher sind, wie der Name schon sagt, alle lieferbaren Bücher verzeichnet. Das heißt, jede Buchhandlung, also sei es jetzt eine große Google-Kette oder die kleine unabhängige Buchhandlung um der Ecke, kann in dieses Verzeichnis lieferbarer Bücher schauen, eure Bücher finden und dann bestellen. Geliefert werden die dann über die Barsortimente, an die wir angeschlossen sind. Das ist der sogenannte Zwischenbuchhandel, das ist sowas wie Großhändler eigentlich, die das Ganze dann verteilen. Und jeder Buchhandel, jede kleine Buchhandlung, die an ein Barsortiment angebunden ist, kann dann sich von diesem die Bücher bestellen lassen, sodass eine Leserin, die zum Beispiel in die kleine Buchhandlung in die Ecke geht, sich euer Buch dort dann als Print-on-Demand-Titel bestellen kann. Die großen Shops der Tolino-Allianz oder zum Beispiel Amazon listen eure Bücher dann automatisch in den Online-Shops. Genau, so viel der kurze Ablässe. Wir haben jetzt auf der nächsten Folie nochmal kurz unser Angebot, das jetzt eben neu ist, für euch zusammengefasst. Oder eigentlich geht es vorher noch um warum Tolino Media, aber ich glaube, wir haben viel davon schon Genau, wir haben schon ganz viel gesagt. Ich glaube, das können wir. Genau. Plattform und Upload, das haben wir eigentlich. Genau, hier wollte ich hin, das ist unser Angebot. Wie gesagt, könnt ihr es euch kurz anschauen. Wir haben bei Printbuch drucken, keine Grundgebühr. Printbuch drucken ist eben der Druck für den Eigenbedarf. Das heißt, wenn ihr Bücher für euch drucken möchtet, dann ist das die Option für euch. Wir haben hier attraktive Staffelpreise und schon Eigenbestellungen sind ab einem Exemplar möglich. Das ist auch nicht wichtig. Also das Weihnachtsgeschäft wird, wenn ihr für die Großmutter noch ein Bildband mit Fotos aus dem letzten Urlaub bestellen wollt, ist fast schon knapp, weil es ist heute schon der. Das ist heute der 13.11. Ja, Weihnachten ist bald. Dann könnt ihr das darüber machen. Und genau, es ist aber auch eigentlich die Option, ihr könnt einfach schon mal, wenn ihr eine Geschichte habt und ihr habt eigentlich ein Cover dazu gemacht und ihr möchtet es einfach gerne selbst haben oder eben verschenken, wie die Martina sagt, dann ist das schon mal die erste Möglichkeit, schon mal so ein richtiges Buch in Händen zu halten und es auch eben im Regal stehen zu haben. Printbuch veröffentlichen, die Martina hat es schon gesagt, da haben wir eine einmalige Grundgebühr von 14,90. Wie gesagt, einfach Vertrieb in den Buchhandel und E-Book veröffentlichen, das kostet ja wirklich gar nichts, hat keine Hürden sozusagen und wir haben hier sehr attraktive Honorare. Gut, jetzt schauen wir mal kurz auf den Chat. Gibt es mehr Fragen? Wir hatten vorher die Frage, also man möchte jetzt, nein, wie war die Frage, es war sehr allgemein. Man hat die Idee und man möchte einfach ein Buch schreiben. Ich glaube, es geht einfach darum, leg los, schreib das Buch, fang an. Wenn man eine Idee hat, dann soll man sie auf jeden Fall gleich zu Papier bringen, bevor sie wieder weg ist. Ja, das stimmt. Also ich würde als erstes mal beginnen zu schreiben und auf jeden Fall
alles rauszukriegen an Ideen, was es da gibt. Wenn man dann merkt, man verhaspelt sich, dann sollte man doch vielleicht zurückgehen und sich eine Struktur aufbauen, wo will ich in meinem Buch hin. Also man sagt ja nicht umsonst, dass also professionelle, erfolgreiche Autorinnen so die ersten Bücher für die Schublade schreiben, sagt man immer so schön. Das heißt, einfach mal drauf losschreiben und die ersten Geschichten wirklich zu Papier bringen, weil man entwickelt seinen eigenen Stil, man entwickelt seine eigene Sprache, man findet seine eigene Stimme. Und da hilft es einfach, einfach mal Geschichten runterzuschreiben. Auch wenn man sagt, oh, das will ich nie veröffentlichen. Dieses kontinuierliche Schreiben hilft wirklich ungemein. Genau. Also ihr merkt jetzt schon, wir sind jetzt ungefähr am Ende unseres Vortrages angekommen. Also ab jetzt können wir eigentlich auf jeden Fall noch die Fragen, die im Chat kommen, beantworten. Dann haben wir ja schon fast unsere 1,5 Stunden eigentlich durch. Ich wollte gerade sagen, spätestens überhaupt. 17:42 Uhr. Merkst du schon an der Stimme? Ich merk's wirklich schon an der Stimme. Genau, also wir haben jetzt hier noch ein paar Fragen zu Print. Ich suche sie gerade nicht. Such die Fragen, wir beantworten alles. Was wir nicht schaffen, im Workshop zu beantworten, wie gesagt, ich empfehle wirklich, lest unser FAQ und unser AGB. Da habt ihr so die Grundzüge unseres Angebotes. Und schaut gerne auf unseren Blog, der ist auf unserer Webseite www.tolino-media.de auch mit einem Klick zu finden. Wir haben unglaublich viele Blogbeiträge. Wir haben 2 Blogreihen, E-Book veröffentlichen und Printbuch veröffentlichen. Das sind jeweils 3-teilige Reihen, wo die Basics erklärt sind. Und in diesen Blogbeiträgen sind unglaublich viele weitere Blogbeiträge verlinkt zu Metadaten, Cover, Impressum, Lektorat, also alles Mögliche findet ihr dort. Also klickt euch da gerne einfach einmal durch und lest euch durch. Genau, wir haben auch die Frage jetzt eigentlich schon mal geklärt gehabt. Das ist alles noch relativ neu, deswegen ist es jetzt. Lieferzeit bei Print für den Endkunden. Das heißt, also euer Buch ist schon gelistet und der Endkunde bestellt es. Normalerweise sind es 3 bis 7 Werktage. Es kommt ein bisschen darauf an, welchen Umfang euer Buch einfach hat. Ein 200-Seiten-Buch lässt sich leichter drucken als ein 800-Seiten-Hardcover mit ganz vielen Farbseiten. Die müssen zum Beispiel zwischendurch trocknen. Und es ist natürlich auch ein bisschen abhängig, von der Auftragslage, also kurz vor Weihnachten, ich sage es ganz offen, ihr kennt das sicher alle, kurz vor Weihnachten ist im Buchhandel und im Druck immer echt viel zu tun. Das heißt, je mehr Aufträge, desto ausgelastet sind die Druckereien, desto länger dauert es einfach. Aber ich sag mal so 3 bis 7 Werktage, je nach Auftragslage. Ist auch ein bisschen davon abhängig natürlich, wo der Kunde, die Kundin dann sitzt. Also eine Lieferung in die Schweiz dauert leider noch ein bisschen länger. Genau, dann haben wir noch die Frage, einen Probedruck quasi zu machen. Ja, den Probedruck kann man eigentlich einfach machen, indem man sich ein Exemplar für den Eigenbedarf bestellt. Genau, ihr habt im Prinzip 2 Varianten. Wenn ihr sagt, ich will erstmal nur einen Probedruck machen und das Buch noch nicht im Handel listen, dann geht ihr über unser Angebot Buch drucken, legt da eure Daten an, bestellt euch ein Eigenexemplar. Wenn ihr sagt, nein, ich will sowieso schon mal den Handel listen, dann könnt ihr die Listung und den Druck des eigenen Exemplars quasi beides mal über die Funktion Buch veröffentlichen machen. Genau, dann haben wir noch die Frage, schauen wir mal gemeinsam hier durch. Was haben wir? Und dann hier ist auch das Ähnliche hier. Genau, Änderungen. Es ist kompliziert. Also an eurem E-Book könnt ihr jederzeit alles ändern, außer den Titel und die ISBN. Allerdings verlangen größere Änderungen, zum Beispiel wenn ihr den Titel ändern wollen würdet, ein neues Cover hochladet oder weite, große Änderungen am Inhalt vornehmen, zum Beispiel ein neues Kapitel oder 80 Rechtschreib wieder korrigiert. Dann ist es im Prinzip eine veränderte Auflage, die eine neue ISBN verlangt. Also bei E-Books sind wir da meistens nicht so streng beim neuen Cover, also zwingen wir euch dann tatsächlich auch ein neues Buchprojekt anzulegen. Beim Printbuch ist es anders. Beim Printbuch könnt ihr viele der Metadaten wie Schlagworte und Klappentext könnt ihr noch ändern. Was ihr leider nicht ändern könnt, sind die Inhaltsdaten. Das heißt, wenn ihr euren Buchinhalt hochgeladen habt, der ans Verzeichnis eurer Bücher gelistet wurde und die ISBN habt, dann könnt ihr das nicht nochmal ändern nach Veröffentlichen und so. Dann müsst ihr dann tatsächlich ein neues Projekt anlegen mit einer neuen ISBN. Ja,
dann auch die neue Grundgebühr fällig wird. Das wird, also ich weiß, eure erste Reaktion ist jetzt, oh, ich will doch nur 3 Rechtschreibfehler korrigieren. Es ist einfach so, dass da komplexe technische Sachen hinterliegen. Man denkt immer, ich kann auch einfach einen neuen Inhalt hochladen, wo ist das Problem? Aber diese Weiterleitung der sogenannten Assets, also der Inhalte, an die verschiedenen Dienstleister, die dazwischen geschaltet sind, auch was mit verzeichnislieferbaren Büchern etc., das sind relativ komplexe Abläufe, die man nicht so einfach tatsächlich überspielen kann. Hinzu kommt, dass gewisse Änderungen tatsächlich einfach von Seiten der ISBN-Agentur eine neue ISBN verlangt, wie neue Titel, neues Cover und große Inhaltsänderungen. Ich verstehe, dass es ärgerlich ist, wenn ihr sagt, ich habe jetzt nur auf Seite 3 einen Rechtschreibfehler und jetzt muss ich ernsthaft ein neues Buchprojekt, neue ISBN 1590 anlegen, das ist doof. Da gibt es momentan wirklich einfach aus drucktechnischen Gründen keine andere Wahl. Deswegen sagen wir auch, ne, macht Lektorat sorgfältig, macht das Korrektorat sorgfältig. Und ich möchte dann immer so ein bisschen, na, sagen wir ruhig als Verteidigung, sagen, naja, stellt euch vor, ihr hättet jetzt, wärt jetzt ein Verlag und hättet einen Auflagendruck gehabt und hättet eine 10.000er Auflage. Die hättet ihr jetzt einstampfen müssen. Bei uns müsst ihr nur 14,90 zahlen, um ein neues Buchprojekt machen. Das heißt, schaut lieber noch einmal sorgfältig auf euren Buchinhalt, bevor ihr es veröffentlicht. Und wenn ihr sagt, okay, ich muss jetzt eine neue Auflage machen, weil ich habe so viele Fehler gefunden, dann sammelt es einfach mal, ne, korrigiert direkt alle Fehler, ändert vielleicht noch ein kleines Kapitel und dadurch ist es dann komplett neu, mit ein bisschen Abstand als zweite veränderte, erweiterte Auflage. Genau. Eine Frage war zu den Folien noch im Chat. Ich konnte jetzt während des Workshops jetzt noch nicht mit den Zuständigen sprechen, ob das mit der Zusendung klappt. Ich hoffe aber, eigentlich sollte es kein Problem sein, dass ihr euch nochmal allen Teilnehmenden nochmal eine E-Mail schicken, entweder mit den Folien direkt oder mit einem Link zu unseren Folien auf unserem Blog oder auf unserer Website. Das kann ich auf jeden Fall garantieren. Das kriegen wir hin. Dann haben wir noch eine Frage hier. Ich glaube, es ist gemeint, wie viele Formate wir haben. Wir haben momentan die Formate, die wir anbieten. Allerdings, wie es generell auch mit dem gesamten Angebot unseres Print-Services ist, wir sind gerade frisch gestartet und arbeiten ab sofort an der Weiterentwicklung und an dem Ausbau unseres Projekts. Das heißt, da kommen in den nächsten Wochen und Monaten einfach laufend neue Buchformate, neue Papierauswahl, neue Ausstattungsmöglichkeiten hinzu. Also eigentlich werden wir einfach so für sneaky einstreuen. Bei größeren Änderungen werden wir euch dann auch mal ein Newsletter schreiben. Und auch mal schreibt ihr einen fantastischen Newsletter. Das heißt, da gibt es dann bald auch mehr Papiersorten. Genau. Also dazu, wie gesagt, gebt uns noch ein bisschen Zeit. Wir sind gerade noch frisch am Start. Wie gesagt, keine Woche. Genau, aber wir freuen uns schon sehr darauf, was wir alles in den nächsten Wochen und Monaten alles rausbringen können. Das ist großartig. Unsere Entwickler machen gar keine Pause eigentlich. Nicht, ich glaube, die arbeiten 24/7. Ich glaube, die sind eigentlich keine Menschen, weil die schlafen nicht. Nein. Ja, super. Ich werde jetzt nochmal lustig eben. Jetzt beenden wir unseren Workshop langsam und ich möchte auch an dieser Stelle ein großes Lob an den Chat aussprechen, weil da wirklich schon viel untereinander geholfen wurde und wie gesagt, that's the spirit im selber. Absolut, ja. Also genau darum geht es, dass man auch Expertise weitergeben kann und dass man sich gegenseitig hilft. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß in diesem Workshop. Martina, wir haben sich den Mund fusselig geredet. Wir haben Spaß. Genau, wenn ihr Fragen habt, wir haben es schon oft betont, wir haben viele Anlaufstellen, ansonsten per E-Mail. Und wir freuen uns wirklich sehr, dass ihr heute dabei wart. Ich checke es ein letztes Mal noch. Wenn ihr noch eine Frage habt, tippt schnell, damit Laura sie muss. Hier haben wir nochmal eine recht spezifische Frage zu ISBN. Kann ich auch bei Trino Media veröffentlichen, wenn ich schon eine eigene ISBN gekauft habe und diese auch verwenden möchte? Das kommt darauf an. Beim E-Book ist das überhaupt gar kein Problem. Ihr könnt beim E-Book einfach, gibt es ein Feld ISBN, da könnt ihr einfach eure eigene ISBN eintragen. Auch Kleinverlage können dort zum Beispiel ihren eigenen Verlagsnamen eintragen. Beim Printbuch ist das im Moment nicht möglich, technische Hintergründe.
Auch da werden wir bei Zukunft darauf arbeiten, dass ihr beim Printbuch auch eure eigene ISBN mitbekommt. Wie gesagt, momentan sieht es nur beim E-Book. Genau. So, das war jetzt eigentlich die letzte konkrete Frage. Alle bedanken sich schon bei uns für den Workshop. Wir danken euch, genau, dass ihr dabei wart. Und wir danken auch unserer lieben Kollegin Annika hinter der Kamera. Die macht nämlich gerade hier fleißig unseren Zoom und schaltet die Präsentation weiter. Vielen Dank. Genau, genau. Und wir beenden jetzt tatsächlich den Workshop und auch die Tulane Story Days sind jetzt quasi zu Ende gekommen. Für uns. Für uns. Genau, es gibt noch den, ach, 40, also wollte gerade sagen, das Beste kommt noch zum Schluss. Genau. Also falls ihr da noch reinschauen wollt, schaut mal auf die Website. Ich glaube, im Track Listen ist auf jeden Fall noch was dabei. Stimmt. Also schaut euch das Programm an, es ist auf jeden Fall noch viel zu holen und ihr könnt euch die Sachen auch im Nachhinein noch anschauen. Genau, in der Mediathek steht fast alles dann ab Anfang oder Mitte nächster Woche. Sagen wir zum behaupten wir einfach. Wir behaupten das jetzt. Keine Ahnung, aber man muss es einfach selbst sicher behaupten. Es steht in der Mediathek genau irgendwann. Also dann, ihr Lieben, es hat Spaß gemacht. Vielen Dank, dass ihr da wart. Schöne Grüße aus Berlin an euch und bis zum nächsten Mal. Schönen Abend euch. Tschüss.